Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Sörenbrühe. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Heute wollen wir den Strudel betreten, den wir erst noch erscheinen lassen müssen, aber dazu müssen wir gefühlt nichts mehr machen, also... Ja, machen wir das jetzt mal. Wir müssen erst wieder aufs Beobachter-Cup da hinten und du brauchst heute wieder nicht die ganze Folge durchlabern. Gut, dass wir das jetzt abgeklärt haben. Also, hier die Wand hoch und wieder. Zack, die Ability haben wir in der letzten Folge bekommen, wer es nicht gesehen hat. Dazu sind wir die halbe Folge lang einfach nur einen Turm hochgeklettert und es war der tollste Content, den ihr je gesehen habt. Ne? Das war's! So, ja, hier sollen wir hin. Hier, das am Himmel, haben wir bereits dafür gesorgt, dass es kommt. Wow, hey, guck dir diesen Sternwirbel an. Das ist wie eine riesige Windmühle am Nachthimmel. Man sagt, der himmelnde Wirbel ist der Schlüssel zum Drachenpalast. Wenn das stimmt, sollte der Eingang irgendwo unter dem Wirbel sein. Die See sieht für mich völlig ruhig aus. Und der himmelnde Wirbel dreht sich noch nicht einmal. Was müssen wir nur machen, um den wirbelnden Eingang entstehen zu lassen? Wind. Dieses Bild eines Wirbels sieht ein bisschen aus wie eine Windmühle oder so. Glaubst du, das hat was mit den wirbelnden Sternen der Nacht zu tun? Haben wir nicht gerade was über Wirbel oben und unten gelesen? Hä? Ich glaube, die Ulti geht nicht. Ich glaube, du bist da an was dran. Vielleicht sollten wir diesen Sternwirbel im Kreis herumblasen. Versuch's nochmal. Benutz weiter deine Windtechnik. Das macht Sinn, Digga. Ich mache hier unten Wind und die Sterne drehen sich. Dann machst du dich in die falsche Richtung. Krass. Der Effekt beides wird erlaubt, aber wenn man es dann unterschiedlich macht, hält man den wieder an. Das habe ich mir gedacht. So. Sieh nur! Der Wirbeleingang zum Drachenpalast! Der himmelnde Wirbel bringt ihn an die Oberfläche. Okay, Abby, lass uns runter zum Drachenpalast gehen und den Drakoniern eine Lektion erteilen. Sie werden dafür bezahlen, dass sie den Wasserdrachen nicht an die Leine genommen. Also, wenn du denen eine Leine gibst, die das Viech aufhalten kann, dann machen die das, glaube ich, auch. Das wird nur schwer zu finden. So, wir müssen dann jetzt wieder zu Orca. Hui. Euch habe ich letzte Folge gefüttert. Ist das dein Ernst? Ich kann hier nicht skippen. Doch. Das ist ja extra dieser Wand links runterspringen können, das wäre noch schneller gewesen. Ich weiß gar nicht, ob Orca noch hier drüben steht oder da, wo wir ihn geparkt haben. Also hier haben wir ihn geparkt, aber boah, nerv nicht Stein. Ich glaube, der ist wieder beim anderen, beim Steg. Ja, der ist beim Steg. Ja, die Seerose war in jeder Form perfekt. Übrigens, wer die letzte Folge verpasst hat, das da hinten ist übrigens der Turm, auf den wir geklettert sind. Ihr könnt euch vorstellen, das war Spaß und Spannung. Wirklich Content.mp4. So, apropos, wir müssen doch... Muss ich die Nacht wieder erscheinen lassen, um rein zu können, oder bleibt der Strudel? Man sieht es sogar von hier aus. Also... Das heißt, wir gehen jetzt hin. Und übrigens, halt vor Battle Shell ist halt wirklich das letzte Kart für die Spieldicht. Ja, werde ich auch nicht machen. Dafür erhält man halt eine Ulti, mit der sich gratis bei Quell teleportieren kann. Also, hier ist der Strudel. Ab geht's. Natürlich müssen wir erst im Kreis schwimmen und können nicht direkt gerade rein.
Und jetzt sind wir im Drachenpalast. Und die Atmosphäre ist so episch. Endlich, Emmy! Wir haben es durch den Whirlpool runter zum Grund der See geschafft. Das muss der Drachenpalast im Königreich der Drakonier sein. Ihre Herrscherin Otohime kontrolliert den Wasserdrachen. Wir sollten besser unsere Deckung oben behalten. Gibt's hier irgendwas zu erkunden? Das ist okay. Dein Ernst? Super. Hui. Tolle Animation. Das ist also gerade eben random oben da drauf gespawnt. Dann gleich wieder zurück. Gut, man kann die Animation skippen. Ich dachte kurz schon. So, erinnert mich ein bisschen an die Sasa-Zuflucht hier. Du bist doch nicht drin. Das ja, ist schön. Eine 1 zu 1 Kopie. So, weiter geht's. Ich wollte eigentlich nur die Muschel öffnen. Halt, du weiße Bestie! Ja, es ist eine 1 zu 1 Kopie. Was für Angelegenheiten führen dich in den Drachenpalast? Sprichst du mit uns? Das Königreich der Drakonier ist nicht der richtige Ort für Landbewohner. Nenn deinen Namen. So mit uns zu reden, was glaubst du, wer du bist? Außerdem seid ihr es doch, den Wasserdrachen Amok laufen lassen. Ich bin Iss und wandernder Künstler und Beschützer von Was? Seit wann das? Und jetzt beeil dich und hol deine Anführerin Otohime. Ich habe keine Zeit für irgendwelche Untergebenen. Himiko? Die Königin Himiko der Stadt Sayan? Dann muss diese weiße Bestie... Was labert ihr? Werdet ihr nun Otohime holen oder nicht? Hier entlang, oh weiße Bestie. Ihre königliche Hoheit wird dich im Thronsaal empfangen. Das ist schön für sie. Darf ich jetzt trotzdem das Ding hier öffnen? Danke. Das heißt, in dieser Muschel war eine Muschel mit einer Perle. Nice. So, neuer Kreuzspiegel haben wir hier. Am Drachenpalast. Und habe ich mich verguckt hier Nee, die Muschel ist wirklich direkt in meinem Gesicht. Und ich krieg nochmal Perlen. Na dann, rein da. Den Punkt mit dem Atmen ignorieren wir jetzt sowieso einfach mal ganz gekonnt. Hat dich deine Reise hier erschöpft, oh verehrter Gast von Otohime? Es ist schon Jahrzehnte her, dass wir einen Landbewohner hier zu Gast hatten. Und dann noch einen wölfischen Gast dazu. Ich muss schon sagen, das ist recht ungewöhnlich. Ich wünschte, ich wüsste, was Otohime sich dabei gedacht hat. Wenn die genauso drauf ist wie der Typ von der Sasa-Zuflucht, vermutlich gar nichts. Und ich muss mal kurz eure Treppe wegsprengen. Was? Und du bist doch wieder im Spiel. Hier ist kein Wasser drin. Das ist tatsächlich sehr realistisch. Die Wildschweine will ich auch nicht wissen, wie die hier reingekommen sind. Andererseits, wenn wir und vor allem Isson unter Wasser atmen können, warum dann nicht auch die? Und geh mal ans Telefon, ich werde dann Cut setzen müssen und genau das. Ich werde deinen Cut setzen müssen, das war schon 45. Ich plane als nächstes gleich nochmal die Tinte zu erhöhen. Dafür fehlen mir 100. Also, kurzer Cut wird nötig sein, wie ihr sagt. Wir sehen uns gleich wieder. So, weiter geht's. Cut war jetzt wieder einige Minuten, deswegen muss ich jetzt erst ganz kurz wieder reinfinden. Also, was haben wir hier schon gemacht? Das. Die Truhen können wir hier einsammeln. Das sieht ein bisschen aus wie ein Metroid. Das nicht. Und das auch nicht. Das war wichtig zu kommentieren. Oh, hier, das sollte ich nicht vergessen. Glück hilft immer, wenn es so auf dem Weg liegt.
Renn mich nicht um! Fettsau! Also dann. Wieder zurück ins Gasthaus. Hä? Willst du mich verarschen? Ich bin rausgelaufen, die Kamera hat sich komisch bewegt und auf einmal war ich wieder hier! Das sind diese seltenen Bugs mit der Laufrichtung, von der ich schon geredet habe. Das ist einfach nur Programmiertechnik. So muss man das machen hier und nicht anders. Hier hinten steht wer. Hier entlang geht's zum Garten des Wasserdrachen. Der Wasserdrache lebt dort, aber er ist in letzter Zeit gewalttätig geworden. Der Drachenpalast hat keine Chance, falls der Drache verärgert werden sollte. Deswegen dürfen nur die unsrigen von hier weitergehen. Du musst umkehren. Ach, der ist hier lang? Ich dachte, der wäre wahrscheinlich da drüben lang. Das ist geil, ich will dich auch abweisen. Hier befindet sich die beruhigende Quelle. Es ist ein Ort der Erholung für uns Drakonier. Deshalb sind nur die unsrigen erlaubt. Mir hast du auch den Eindruck, dass wir in letzter Zeit eine Menge Mädels treffen? Ich meine, wie lange ist es hier, dass wir einen Typen getroffen haben her? Ich hoffe nur, sie wollen mich nicht außen... alles klar. Halt dein Maul. Fisch. Huch, ach du bist es. Otohima hat dich eingeladen, stimmt's? Aber was verdammt nochmal will sie mit einem Wolf? Egal, Otohime ist oben im Thronsaal. Ja, gleich. Vorher will ich mich nochmal kurz hier umgucken. Frau Schildkröte. Hä, seit wann werden Hunde in den Drachenpalast reingelassen? Aber ich bin niemand, der einen Gast schlecht behandelt. Nicht einmal ein Hund. Das hier ist die Schatzkammer des Palastes. Und ich bin die Schatzhüterin. Aber weißt du, alles hat seinen Preis. Möchtest du etwas kaufen? Ernsthaft? Das ist ein Laden. Sie begrüßt die Schätze, aber sie verkauft sie auch. Ja, vor allem Schätze. Ja. Schätze. Ich kann dir aber was verkaufen. So. Jetzt, wo wir das geklärt haben, Kohle. Cool. Schon verkaufen. Ja, es gibt echt keinen Ort mehr, wo die. Soweit ich weiß, nee. Naja, muss ich ja trotzdem nicht sofort. Ich meine, schlecht werden sie, aber im Preis sinken sie dadurch nicht. Lul. Wie können sie einen Schriftrollen unter Wasser haben? Kanzlerin. Ach, Merkel! Nee, ich weiß nicht, wie Merkel spricht. Scheiße. Ich kann nur hier dastehen und die Merkel-Raute beim Sprechen machen. Das mache ich jetzt auch. Was in aller Welt ist im Moment nur los mit dem Drachenpalast? Der Wasserdrache ist wahnsinnig und die Kräfte der Finsternis greifen an. Die schlechten Nachrichten hören einfach nicht auf. Das war scheiße schwer, Art zu drücken, während ich eine Merkel-Raute mache. Oh mein Gott, noch eine Merkel. Hundebesucher sind hier selten und rar, aber ich nehme an, die Wachen haben dich reingelassen, stimmt's? Ich verstehe, du bist kein gewöhnlicher Wolf, habe ich recht? Ohne Zweifel bist du Teil irgendwelcher Pläne von Otohime. Du solltest dich besser auf den Weg zum Thronsaal machen und dich mit ihr treffen. Bist du auch noch Merkel? Du bist auch Merkel, oder? Everyone is Merkel. Oh, du bist männlich. Das hier ist ein heiliger Ort, der von uns Drakoniern seit ewigen Zeiten bewohnt wird. Und unser erster Gast seit Ewigkeiten ist ein Tier wie du. Ich schätze, hier in Hiroshima ist nichts vorhersehbar. Tja, das ist schön für euch. Ich glaube, ich kann dann langsam mal zum Thronsaal. Hier hinten steht nichts mehr. Dann nehmen wir mal einen Aufzug. Hui. Das blendet. Ich sehe nix. Servus. Willkommen, ihr beiden. Willkommen im Drachenpalast. Ihr seid jetzt im Königreich der Drakonier. Kümmert mich nicht, wer oder was du bist. Ich bin nur an der Dame, die dort oben auf ihrem Hinterteil sitzt, interessiert. Sie soll ranführen, stimmt's? Wir haben ein paar Worte mit ihr zu bereden. Ja, das bin ich, Otohime, Herrscherin des Drachenpalastes und Anführerin der Drakonier. Servus.
Hi, wir wollten euch was fragen. Ihr kennt den Wasserdrachen, der seit neuestem Amok läuft? Er steht unter eurer Kontrolle, richtig? Nun, warum nehmt ihr das Ding nicht an die Leine? Und warum habt ihr euren Gesandten geschickt, um uns holen zu lassen? Seid ihr wirklich so verzweifelt? Die Drakonier sind bereit, alles zu tun, was immer getan werden muss. Amaterasu, Ursprung alles Guten und unser aller... Den Text habe ich schon so oft gehört in dem Spiel. Was? Du weißt über Abby Bescheid? Der Wasserdrache ist unsere Schutzgottheit und der Wächter der See. Er bewahrte den Frieden, indem er das Chaos beseitigte, wo immer es auch sein Haupt erhob. Aber das alles änderte sich vor ungefähr einem Monat. Die Oni-Insel, der finstere Ort aus uralten Legenden, erschien plötzlich. Das Böse strömte in die See und fing an, den Drachenpalast zu belagern. Wir mobilisierten unsere Truppen für die Schlacht, aber der Feind war zu stark. Der Großteil unseres Reiches fiel in die Hand der Kräfte der Finsternis. In diesem Augenblick erschien der Wasserdrache. Mit überwältigender Stärke verjagte er die feindlichen Kräfte, aber der Anführer der Feinde, der Herr der Finsternis, hat unvorstellbare Kräfte. Der Wasserdrache wäre beinahe bei ihrem Zusammentreffen umgekommen. Seine Wunden waren so tief, dass er sich in eine unkontrollierbare Wut flüchtete. Die Kräfte der Finsternis begannen dann, sich aus der See zurückzuziehen, dieses Chaos und die Gewässer vom rasenden Drachen geplagt hinterlassend. Also wollt ihr damit sagen, dass die Kontrolle über den Wasserdrachen... Wir hatten niemals die Kontrolle über den Wasserdrachen. Er ist unsere Schutzgottheit. Aber nun bedroht uns sein Wahnsinn genau wie alle anderen. Ihr macht wohl Witze! Der Wasserdrache soll doch die Speere um die Oni-Insel zerstören. Welche Hoffnung bleibt uns noch, einen Feind anzugreifen, wenn er uns nicht hilft? Es stimmt, es gibt kaum noch eine Hoffnung. Es ist, dass alles so verläuft, wie der Herr der Finsternis es geplant hat. Ja schön, red doch weiter. Möchtest... Davon habt ihr schon erzählt. Der Wasserdrache ist unsere Schutzgöttin und Wächter der See. Er bewahrte den Frieden, indem er das Chaos beseitigte, wo immer es auch sein Haupt erhob. Aber das alles änderte sich vor allem... Die Zähler kennst du. Willst du mich? Du musst mit Otto die Miss Hest reden, aber man redet irgendwie, spricht irgendwie immer die Wächterin an. Wir können ohne Wasserdrachen nicht die Speere zerstören, also. Hier, wir wollen da hin, also. Du hast doch irgendeine Waffe, ne? Jetzt warte doch, es ist wahr, dass wir nicht den Wasserdrachen kontrollieren können, aber es gibt eine Möglichkeit, um seine Macht zu nutzen. Wirklich? Und vor allem, wieso spreche ich jetzt mit ihr, hä? Einfach nur, weil ich abgelehnt habe, mit der anderen zu reden, spreche ich jetzt mit der Richtigen? Warum sagt sie uns das nicht? Es ist ein allerletzter Ausweg und sehr gefährlich. Und leider übersteigt es unsere Macht. Darum haben wir nach dir rufen lassen, Amaterasu. Ihr wollt wahrscheinlich, dass wir dem Drachen eine Leine anlegen, was? Nö. Nicht, dass wir es nicht tun könnten, ne, Emmy? Ich meine, Orca kann uns bestimmt aushelfen, ne? Ja, genau, der macht das gern mit. Diese Verzweiflungstat ist folgende. Du musst die Drachenkugel zurückholen. Drachenkugel? Was ist das? Und ja. Oh, Sekunde. Wenn ich... Ich kann das ja damit einen Check machen. Genau. Wenn ich hier X drücke und sie anspreche, dann treffe ich, wenn ich hier A drücke, ja auch sie. Man muss schlau sein, Junge. Ihr sagt also, dass wir uns nicht um den Wasserdrachen zu kümmern brauchen und stattdessen diese Drachenkugel suchen sollten? Hört sich nach einem Kinderspiel an. Ich meine, wir sind professionelle Schatzjäger. Alternativ sind wir einfach nur geldgeile YouTube-Partner. Wir kennen bereits den Aufenthaltsort der Drachenkugel. Sie befindet sich im Bauch des Wasserdrachen. Du musst den Körper des Wasserdrachen betreten. Die Drachenkugel ist die Essenz der Macht des Wasserdrachen. Mit ihr könnte ich, Otohime, mit Leichtigkeit die Speere zerstören, welche die Oni-Insel umgibt. Willst du den Wasserdrachen durch seine geöffneten Kiefer betreten und die Drachenkugel, die sich tief in seinem Bauch befindet, zurückholen? Mit ihr könnte ich die Speere zerstören, die die Oni-Insel... Es heißt umgeben, auch beim zweiten Mal. Umgeht es doch richtig. Die Speere, die die Oni-Insel umgeben. Das ist eine Sperre. Ach so, Sperre. Ich dachte, Speer. Die Mehrzahl von... ja gut. Wartet mal einen Moment.
Wir sollen eine Kugel aus dem Bauch des Wasserdrachen holen gehen? Seid ihr bekloppt? Ja. Ja, okay, Sperre wird man mit Doppel-E schreiben, das stimmt. Das ist die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, um die Sperre der Oni-Insel zu durchbrechen. Wirst du den Wasserdrachen durch seinen geöffneten Kiefer betreten und die zurückholen? Mit ihr könnte ich die Sperre zerstören. Jetzt beruhigt euch mal, ich hab's mir zur Angewohnheit gemacht, zum hübschen Gesicht Nein zu sagen, aber diesen Dialog hatte ich auch schon 27 Mal, also... Der ist auch dreimal im Spiel und das ist das dritte Mal. So sei es, nun die Sperre... Was? Oh, großer Amaterasu, dein Mitgefühl ist wirklich so tief wie ein Bach. Nee, warte, falsches Wasser. Und du triffst schnelle Entscheidungen. Dieses Amulett wird dir Zugang zum Garten des Wasserdrachen ermöglichen. Das Muschelamulett. Garten des Wasserdrachen? Da standen wir schon vor, du Vollidiot. Das ist richtig. Der Wasserdrache hat sein Lager im Garten des Palastes aufgeschlagen. Das ist irgendwie scheiße, oder nicht? Das Ding lebt hier? Ja, das tut er, aber er wird uns nicht angreifen, solange wir ihn in Ruhe lassen. Ich bezweifle, dass wir lebend rauskämen, wenn wir sein Lager betreten würden, aber... Ich glaube fest daran, dass Amaterasu die Drachenkugel wiederholen kann. Ich werde für eure sichere Rückkehr beten. Kann es sein, dass irgendwie das einzige Talent aller Herrscher in diesem Spiel ist, zu beten? Sieh dir die Bescherung an, in der wir jetzt stecken! Warum willst du den Leuten immer helfen? Vergiss es, lass uns diese sperrenbrechende Kugel holen. Der Garten des Wasserdrachen sollte hier irgendwo in der Nähe... Digga, wir standen... Oh, du Keck. Allein dadurch, dass das einzige Talent der Herrscher ist, zu beten, zeichnet es sich ja schon als Herrscher aus. Ah ja! Sie wissen wenigstens, was läuft und übrigens, dein ist nur die, sagt das für die Ulti. Ach so, das Grabmini-Spiel. Ja. Okay, da halten wir ganz viel Abstand von. Oh, du hast ein Muschelamulett? Also hat Otomi dich akzeptiert? Vergib mir mein schlechtes Benehmen, du kannst passieren. Yay! Yeah. Wenn ich ein Amulett hab, dann ist es ja egal, wenn ich da durchgehe, obwohl da ein Wasserdrache ist, ne? Bitch! Übrigens, kleiner Tipp für die randomste Sidequest im Spiel. Man muss später nach der Audience, wie geht das, glaube ich, zu diesem Ort zurückkommen und in der Mitte Blumen zeichnen. Den Rest sagt einem das Spiel dann. Aha. Klingt aber nicht so, als wäre es eine Sidequest, die ich machen würde. Solltest du auch nicht machen, weil es eine Perlen-Sidequest ist. Aber das Problem ist, die Perle ist auf der Perlenliste nicht unter Drachenpalast gelistet, sondern unter der Warum erzählst du mir das überhaupt, wenn du selber weißt, dass ich es nicht machen werde? Vielleicht mach ich es irgendwie vor. Das gibt gerade Mario 64 Wipes, ne? Was zur Hölle? Ist dieser nervige Wasserdrache? Wird für uns dieses rasende Seemonster noch fast fertig machen? Also hier hat sein Zuhause, was? Dieses Ding hat aber ein gewaltiges, bösartiges, aussehendes Maul. Glaubst du wirklich, dass wir da rein können und wieder lebend rauskommen? Ich meine, wir sprechen hier nicht vom Magen des Kaisers. Ja, eben drum. Der war schlimmer. Mario 64, go brrrr! Ich sag nicht Mario 64, weil... Da ist ja auch dieser Aal in Dire Dire Dogs. Daran erinnert mich das übel. Und warum sieht es im Drachen so aus? Nun, hier sind wir. Das ist entweder Bauch des Wasserdrachen, was? Geht's nur mir so, oder ist es hier sehr heiß und feucht? So wie dieser Drache Amok läuft, bin ich sicher, wir werden hier drin eine Menge schreckliche Sachen sehen. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht übergeben muss. Glaubst du wirklich, dass wir diese Drachenkugel hier drin finden werden, Emmy? Ja, das glaube ich tatsächlich. Das glaube ich auch. Moment, warum sieht das hier so aus? Und muss ich dich ausgraben? Sieht ein bisschen so aus. Ja. Also, komm, öffnen. Kann es sein, dass man hier... ziemlich viel Kohle auch bekommt. Ich meine, allein diese Folge habe ich schon so viele Schätze bekommen. Ja, okay, das ist nicht ganz so krass. Aber es gibt hier halt schon sehr viele Schätze, die dann auch alle Geld bringen. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert, aber das ist einfach nur Wasser, das von der Decke kommt. Ja, noch mehr. Ich sagte noch mehr. Ach so, gut und gerne 8k pro Kampf. Ah, da hinten ist sogar ein Gegner.
Noch mehr! Ja, okay, das bringt halt keine Kohle. Er sagt halt nicht im Ansatz so viel wie ein Schatz. Ist aber auch nicht zum Verkauf gedacht. Bisschen die Augen offen halten, dass wir keine Schätze übersehen. Geld ist immer gut. Ich wollte gerade sagen, ist das eine stärkere Form von diesen Wasserviechern, aber... Das ist keine stärkere. Ich wollte gerade sagen, wenn das Ding One-Hit ist, bezweifle ich das. Wow, es hat getroffen. Und das war der Gegner? Irgendwie war das einfacher, als ich erwartet hatte. Was erwartest du denn? Ja, nicht, dass ich beide Gegner One-Hitten kann, zumindest. In den Kampf kommen könntest du das auch nicht, aber hier schon. Das wirkt schon deutlich nerviger. Okay, gegen den charge ich gar nicht. Und dich muss ich einmal treffen, dann packst du den Schirm aus. Und dann werde ich noch 87 mal getroffen. Aber hey, ich krieg die Drachenzähne. Und der Kampf war nicht im Ansatz so gut wie der davor. Da drüben sehe ich schon wieder einen Schatz. Beziehungsweise eine Muschel mit einem Item, was in diesem Fall kein Schatz ist. Dann haben wir noch einen Gegner. Oh, sorry, ich wollte dich noch gar nicht hitten. Was? Habe ich gerade den Gegner irgendwie outplayed, weil ich ihn getroffen habe, bevor er sein Feuer da erschaffen konnte? Ja, das hat ja gerade keine Topköpfe beim Spawn getroffen hast. Ich habe ihn outplayed! Das ist genau wie wenn ich mit Carol Down Smash auf 30 töne. Das ist kein Cheese. Das ist einfach, da bin ich dann ein besserer Spieler. Punkt. Da braucht man auch nicht diskutieren. Und da unten ist ein Schlüssel. Ich glaube, von dem Schlüssel habe ich dir schon mal erzählt, weil er weiß, wie das unfassbar nervig ist. Also, ich hatte schon gesehen, da hinten zum Beispiel gibt es eine Wasserfontäne. Gibt es eigentlich hier drin irgendwo ein Safe? Ja. Weil die Folge nähert sich ihrem Ende. Und der Alarmschlüssel ist ziemlich gut. Trotzdem nähert sich die Folge sehr schnell ihrem Ende. Auf Deutsch, ich brauche einen Safe Point. Die Folge ist von der Zeit herum. Und wie komme ich von hier aus weiter? Ach so, ich schaff den Jump. Den Jump schaffe ich natürlich nicht so. Spaß und Spannung. Und hoch geht's wieder. Der Sprung ist aber auf jeden Fall doch machbar. Ich überlege nur, der ist wahrscheinlich von da drüben leichter. Nö. Nervt mich nicht. Also, das ging relativ schnell. Haben ein paar Dämonenzähne bekommen. Und wieder hier rüber, wo noch mehr Items warten. Zum Ausgraben müssen wir einen Schlüssel ablegen. Da ist nicht, dass ich mein Körper verschwindet. Der verschwindet.
Ja, ich glaube, der hat nach angeschaltet. Ich glaube, der ist gerade schon beim Rüberspringen verschwunden. Nein, ich meine nicht, weil du ihn hältst, sondern weil du ihn abgelegt hast. Ach so, ich halte den. Ich dachte, ich würde ihn gar nicht halten gerade. Ach so, lull. Ich hab gar nicht bemerkt, dass ich den wieder hab. Hui. Hui. Wieso gibt's diese Dinger? Hui. So, und hier ist der Save Point. Dementsprechend würde ich sagen, an dieser Stelle endet diese Folge von Okami HD. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Und wenn ich das Spiel hier beende, den Schlüssel müsste ich dann noch haben beim nächsten Mal, oder? Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, ne?